Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Ja, es gibt heute wieder ein aufgebraucht Video. Es sind nicht ganz so viele Produkte, also ich habe den Monat jetzt nicht ganz so viel aufgebraucht. Es ist einiges an Leergehen, also das nächsten Monat könnte es wieder ein bisschen mehr werden. Und ich zeige euch jetzt mal die Produkte, die ich den Monat aufgebraucht habe. Als erstes habe ich hier einmal von Rituals ein Duschöl, Express Your Soul. Das habe ich zum Duschen nicht ganz so gerne benutzt, weil mir der Duft nicht so gefallen hat. Und es war mal in einer Box drin, ich glaube in einer Barbara-Box. Und ich habe das einfach zum Pinselwaschen hergenommen, weil Duschöl echt super funktioniert, um Pinsel sauber zu machen. Ja, dann habe ich hier einmal aufgebraucht von Colab das Dry Shampoo Unicorn. Das hat einen ganz süßen Duft, also nicht zu aufdringlich, ganz angenehm. Ich finde die Colab Trockenshampoos ganz gut, hat mir gut gefallen und würde ich mir wieder nachkaufen. Allerdings möchte ich versuchen in Zukunft auf Trockenshampoos zu verzichten, weil sie einfach die Kopfhaut doch sehr, sehr, sehr austrocknen. Ja, dann habe ich hier einmal aufgebraucht von L'Oreal Studio das Spurenlos Styling Spray. Hat ganz gut funktioniert. Ich habe mir jetzt auch ein neues nachgekauft. Das ist ein bisschen hochpreisiger. Seht ihr dann in meinem Haul. Und ich glaube aber, der Haul kommt, glaube ich, früher online als das aufgebraucht. Also habt ihr das zu dem Zeitpunkt schon gesehen. Und ja, fand ich ganz gutes Haarspray. Und ich glaube, das gibt es bloß bei Müller. Also ich habe es noch nirgends anders gesehen. Ja, dann einmal hier das Elnett. Mensch, ist das wenig draußen. Dann einmal das Elnett L'Oreal Haarspray. Ja, ist auch ganz gut, funktioniert echt immer ganz super und kann man auch immer mal wieder mit in die Einkaufstasche packen. Ja, dann kommen wir mal zu den Nägeln und hier habe ich von Evelyn diese kleine Größe aufgebraucht, die hatte ich damals für einen Urlaub oder so mitgenommen und ja, ist jetzt leer und kann entsorgt werden. Dann einmal das Deo hier von Rexona, Cotton Dry, das ist ein ganz, ganz toller Duft und ich mag Rexona Deos eigentlich sehr, sehr gerne und die benutze ich ja gerne für die Handtasche, gerade im Sommer ist sowas eigentlich immer bei mir in der Handtasche und ja, das ist jetzt auch leer geworden. Dann habe ich einmal aufgebraucht von Ghoul das Repair and Balance Shampoo mit Manuka-Honig und Milch. Das funktioniert auch ganz gut. Gerade für trockene Kopfhaut kann ich das sehr, sehr gut empfehlen. Ich verwende es wirklich sehr gerne im Winter, weil es einfach die Kopfhaut nochmal pflegt und mit Feuchtigkeit versorgt und sie nicht noch zusätzlich austrocknet. Und die Haare macht es auch sauber. Ist natürlich ganz vorteilhaft für ein Shampoo. Und ja, würde ich mir wieder nachkaufen. Dann habe ich hier einmal aufgebraucht von Pantene Pro-V die Spülung Volume und Repair. Das ist diese hier. Ich habe mir ein neues Shampoo gekauft und auch eine neue Spülung. Und die bringen einfach mehr Volumen ins Haar. Deswegen werde ich mir das hier erstmal nicht nachkaufen. Dann ist jetzt hier einmal leer von L'Oreal Evital Color Glanz. Das war auch mal in irgendeiner Box drinne. Und ja, das hat bei mir leider die Kopfhaut sehr, sehr ausgetrocknet und deswegen hat es mein Freund aufgebraucht und es ist jetzt leer und wird nicht nachgekauft. Dann habe ich hier einmal diese Probe von Lancaster aufgebraucht, das Micellar Cleansing Jelly. Das habe ich sehr, sehr gerne in der Früh benutzt. Damit kriegt man sein Gesicht einfach nur mal von der Nacht schön sauber, ohne dass es zu sehr reizend ist und funktioniert ganz gut und ja, ob ich es mir jetzt nachkaufen würde, weiß ich nicht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie teuer das in der Originalgröße ist. Ja, aber an sich ein toller Duft, ein tolles Produkt, könnte ich mir vorstellen nachzukaufen. Dann hier einmal aufgebraucht die Bodylotion mit Vanilleduft aus dem Kalender von 2018. Also ich bin da immer noch dabei, die Sachen aufzubrauchen, weil ich habe einfach viel zu viel. Ihr wisst es ja. Und ja, fand ich ganz in Ordnung. Vom Duft her, Pflegewirkung hat es halt nicht wirklich. Also ich finde Balea-Produkte jetzt nicht wirklich pflegend für die Haut. Also deswegen ist sie nicht unbedingt mein Favorit. Ja, dann kommen wir auch schon zu den letzten zwei Produkten. Und da habe ich einmal wieder aufgebraucht die Body Butter von The Body Shop. Fall for Pumpkin, das ist dieses
Vanilla Pumpkin Duft. Ich glaube, da ist Tonkabohne oder irgendwie sowas noch mit drin. Und ich liebe, liebe diesen Duft. Der ist so, so gut. Und ich habe mir den im Sommer im Sale gekauft. Das war praktisch von 2018 die Collection. Aber ja, das wird dann ein schlechtes Zeug. Und richtig, richtig tolle Bodybutter. Und ich mag Body Shop Bodybutter sehr, sehr gerne. Und ja, wird auf jeden Fall nachgekauft. Und nach 2 Jahren ist jetzt leer geworden mein Under Eye Corrector von Becca. Er ist ratzeputze leer. Und ja, ich liebe dieses Produkt. Ich habe mir von Charlotte Tilbury diesen Under Eye Concealer danach gekauft. Den, muss ich ehrlich sagen, finde ich nicht so toll. Und ich werde mir den auf jeden Fall nachkaufen, weil ich möchte ihn für meine Hochzeit auch gerne unter den Augen tragen, weil der hält einfach wirklich richtig schön auf. Und ich mag dieses Produkt sehr, sehr gerne. Ja, das waren auch schon alle Produkte, die ich aufgebraucht habe den Monat. Also diesmal wirklich nicht sehr viel. Ich hoffe, nächsten Monat wird es besser, aber ich denke schon. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr noch kein Abonnent meines Kanals seid, dann klickt hier unten auf den Abonnier-Button. Würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Und ich würde sagen, bis dahin, ihr Lieben. Tschüss!